Willkommen zurück, meine hochverehrten Total War Warhammer 3 News-Freunde. Lasst gerne das Abo da, wenn ihr weiter informiert sein wollt über alles, was rauskommt. Es macht einen Unterschied und natürlich Daumen hoch. Heute sehen wir uns etwas an, was von Creative Assembly auf ihrem offiziellen Total War-Kanal veröffentlicht worden ist. Man kann das definitiv News nennen und vermutlich ist es ein neuer Spielmodus. Und wer sich an den Labormodus von Total War 2 erinnert, wird die Parallelen vielleicht erkennen. Wir sehen uns heute beides an und kommentieren. Mirror of Madness. Es soll Blut darin vorkommen, Alkoholreferenzen, milde Sprache und milde suggestive Themen sowie Gewalt. Ihr seid gewarnt, nicht, dass eure zärtliche Seele hier nicht mitmacht, also passt auf. Außerdem natürlich nicht fertig, wie das ganze Spiel, ist ja klar. Also ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach Alkohol. Der wurde mir versprochen. Und milde, suggestive, sexuelle Themen. Ist das das sexuelle Thema? Kairos Schicksalswirbel confirmed für Total War Warhammer 3. Okay. ja, in der Tat. Das ist mal eine News, von der man nur träumen kann. Und Creative Assembly. ja, also man kann nur sagen: Wow, Mirror of Madness. Vermutlich ein neuer Spielmodus, weil das ist genau die Art und Weise, wie auch Immortal Empires dargestellt wird, der uns 2023 begrüßen wird. Und er wird enthalten unter anderem Kairos Schicksalsweber nun confirmed für Total War Warhammer 3. Endlich habe ich schon lange darauf gewartet. Aber wo war der Alkohol? Wo waren die sexuellen Anspielungen oder waren die hier nur zur Sicherheit drin? Nun, was wir auf jeden Fall hier wissen, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit so etwas wie der Labormodus sein. Denn ganz besonders auffällig, die Anzahl an Einheiten und Partikeleffekte wurden hier zum Maximum hochgerammt. Sogar drei Kolosse. Und es wird mal wieder Werbung für Intel Core Prozessoren Beyond Performance. Was bedeutet das? Das bedeutet über die Performance, über die Leistung hinaus. Das hört sich total deep an. Tief. Ohne Bedeutung. Fantastisch. Viel besser dagegen war der Total War Warhammer 2 Laboratory Gameplay Trailer, der am 7. Dezember 2017 rausgekommen ist, Leute. Das war noch Classic Funny Skaven Stuff. Da habe ich auch angesprochen, manchmal mit einer Skaven Stimme zu reden, um den Skaven Scribe zu reproduzieren. Skaven have been busy. Using much warpstone. What is this? New laboratory mode in Total War Warhammer 2. More units. Yes, yes. Nein. Oh more nein. Skaven. Bin ich die Hebel? Oh, was könnte passieren? Yes. Oh, das sind zu viele Ratten. Die machen mir Angst. Rackham like eggs. Die. Immerhin hat er sein Herz am rechten Fleck. Low gravity, yes. Floaty elf things. Es ist in der Tat zeitlos, Leute. Doom wheels? Not enough doom wheels. Never
Enough Gummies! Das ist ziemlich ansteckend, das Nachrichten. Es kann niemals genug Doomies geben. Warte, alle recht. Hellpit Beast is best. Yes, yes. Make it bigger. Massive bigger. Ja, der Labormodus, Leute. Hat irgendwie einen deutschen Akzent. Mess with these things. Yes. Mess with all the things. Ein Klassiker. Stellt alles um. Mehr Partikeleffekte, mehr Schaden. Weniger Gravitation. Mehr Einheiten. Oh nein. Oh nein, er flickt all die Switches. Ja? Leute, der Labormodus. Endlich kommt er auch zu Total War Warhammer 3. Wir haben lange gewartet. Er war schon in Total War 2, aber nun werden wir die Mirrors of Madness auch in Total War Warhammer 3 sehen. Wird es genau der Labormodus sein? Nicht unbedingt, aber auch damals war der Labormodus powered by Intel. Seht ihr hier. Und der neue, powered by Intel. Coincidence? I think not. Gut, der Labormodus, also das Beste am Labormodus, ist dieser Trailer hier. Dieser Skaven Scribe Reacts Trailer. Ich glaube, das ist einer der besten Trailer, die Creative Assembly jemals rausgebracht hat. Abgesehen vielleicht vom Trailer mit der Vampirküste und der Musik, die dazu gekommen ist. Ihr werdet euch wahrscheinlich erinnern. Und geiles Teil. Es sei denn, ihr habt vielleicht einen anderen Favoriten-Trailer, den ihr von Creative Assembly gesehen habt. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kommentiere ich die als Skaven-Scribe-Stimme. dieser Trailer hat dafür gesorgt, glaube ich, dass ich auch angefangen habe, wie ein Skaven zu reden für eine Weile. Es hat sich allerdings wieder abgeflacht, es sei denn, ihr seid begeistert und wollt natürlich mehr davon sehen. Nun, also Fazit, es gibt den Total War Warhammer 3 Mirror of Madness Modus. Vermutlich würde er wie der Labormodus sein. Kann natürlich sein, dass er im Hauch irgendwo ein bisschen anders ist. Es scheint sich ein kleines bisschen mehr auf Partikeleffekte zu fokussieren, aber die Anzahl an Einheiten, die hier sind schon ziemlich groß. Allerdings gibt es eindeutig nicht genug Doom Wheels, was meiner Meinung nach ein ganz, ganz großes Manko an diesem Trailer ist. Ja, sind sie nicht auf die Höhe von Total War Warhammer 2 gekommen? Tatsächlich ist vieles bisher noch nicht auf die Höhe von Total War Warhammer 2 gekommen. Nun, und wann kommt der? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber wir können es schon mal. Kommt irgendwann 2023. Wir können schon mal in den Hype-Train hinzufügen. Ist Kairos Schicksalsfeber eigentlich noch nicht bei Total War Warhammer 3 mit drin? Anscheinend nicht. Ansonsten wäre er hier wahrscheinlich nicht so dargestellt worden, oder? Naja, okay. Total War Warhammer 3. Wir müssen bald den Hype-Train ein kleines bisschen aktualisieren und das Jahr 2023 starten. Denn, ja, es ist bald kein Platz mehr. Schon fast ein Jahr vergangen. Total War Warhammer 3 funktioniert fast schon. Ich habe nichts mehr an diesem Satz hinzuzufügen. Und man kann es spielen. Und immerhin kriegen wir neues Zeug. Übrigens neues Regiment of Renown Add-on auch geplant. Das soll in Kürze kommen. Ich bin gespannt, was Creative Assembly hier liefern wird. Mirrors of Madness, was meint ihr? Würde dort mehr Spiegel der Verrücktheit? Bedeutet es viele Einheiten? Wird es der Labormodus? Wird es nur unendlich Magie geben? Das wäre ehrlich gesagt schon ein bisschen langweilig. Und dann wäre auch irgendwie diese Trade-off mit in Pentium, also mit Intel, irgendwie ist schon wieder ein bisschen langweilig. Also ich gehe schon wieder davon aus, dass wir hier das Labor erneut bekommen. Haben wir damals bei Total War 2 gespielt für ungefähr eine halbe Stunde und dann war es irgendwie langweilig. Aber für diese Zeit war es echt ganz nett. Man konnte leider nicht Multiplayer spielen damit, weil sonst wäre es nämlich ziemlich gut geworden. Wenn Mirrors of Madness tatsächlich als Multiplayer funktionieren würde, dann würde ich sagen, und der Labormodus, wenn das so als Multiplayer funktioniert hätte, das wäre schon geil gewesen, aber das war leider nicht möglich. Aber so ist es, Leute. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und
Bis zum nächsten Mal.